Supramax, ein Patent der Chemischen Werke Sachsen, präsentiert FSVTV. So, dann ein recht herzliches Hallo in die Runde. Ich begrüße euch, ich begrüße Sie und die beiden Trainer hier vorne recht herzlich zur Pressekonferenz nach dem heutigen Heimspiel des FSV Zwickau gegen den MSV Duisburg. Und wie gewohnt hat das erste Wort unser Gästetrainer Thorsten Ziegner, muss ich hier in Zwickau niemanden vorstellen. Thorsten, deine Worte zum Spiel bitte. Ja, vielen Dank und schönen guten Abend auch von meiner Seite. Zum ersten oder zum einen bin ich erstmal total erleichtert, ja, dass wir es endlich geschafft haben, mal so einen Vorsprung über die Zeit zu kriegen, dass wir es geschafft haben, auch zu Null zu spielen. Und dennoch muss ich sagen, dass es das erwartet schwere Spiel war. Ja, in jeder Beziehung mit extrem hoher Intensität in den Zweikämpfen, mit vielen zweiten Bällen, mit vielen Situationen, die eben dazu geführt haben, dass jetzt kein so richtiger Spielfluss aufkam, liegt aber einfach immer daran, dass beide Teams schnell in Zweikämpfe kommen wollten. Ja. Und in den wenigen Situationen, in denen wir es eben geschafft haben, dann auch mal schnell zu spielen, mit einer guten Vororientierung Fußball zu spielen, sind wir dann auch vors gegnerische Tor gekommen. Und bezeichnend dafür ist eben das Führungstor, wo wir über unsere linke Seite den Ball haben schnell laufen lassen, dann auch zielstrebig die Flanke in 16er gebracht haben und dort vor allen Dingen Präsenz hatten. Ja, mit drei Jungs im 16er. Chine macht das dann gut und ich freue mich auch für den Jungen, der ja so viel leiden musste in der letzten Saison und sich jetzt endlich auch mal in einem Meisterschaftsspiel belohnen konnte. Und wir wussten dann, dass in der zweiten Hälfte eben die Wucht nicht weniger wird. Und ich glaube, wir haben dann in der 80. oder kurz vor der 80. das erste Mal durchatmen müssen nach einer Torchance von Zwickau. Der Druck wurde dann extrem groß, die letzten 15 Minuten mit immer wieder vielen Bällen in unseren 16er, ja, mit vielen Eingaben. Wir haben es dort nicht mehr geschafft, die Flügel so dicht zu bekommen, dass wir eben genau diese Flanken verhindern. Und dann braucht man eben ein bisschen Glück. Und das hatten wir dann in zwei Situationen, wo einmal unser Torhüter richtig steht, so möchte ich es mal bezeichnen, und beim zweiten Schuss eben den Ball Gott sei Dank nicht durch die Beine kriegt, sondern zur Ecke klären kann. Und am Ende muss man darum fighten, den Sieg zu holen oder das Spiel zu gewinnen. Das haben wir getan bis zum Ende und deswegen ist es auch nicht ganz unverdient, weil wir eben lange Zeit wenig zugelassen haben und am Ende wirklich alles reingeworfen haben. Und jetzt sind wir glücklich und wissen aber, dass es weiter schwer wird, dass es weiter eng bleibt, dass wir weiter dranbleiben müssen. Und das werden wir tun. Regenerieren, jetzt schnell nach Hause kommen und dann durchschnaufen und dann uns gut vorbereiten auf das Heimspiel gegen Freiburg. Zwickau möchte ich, das ist mir wirklich wichtig, alles Gute wünschen. Nach wie vor ein toller Verein. Ich habe es jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, mit dem ich viele angenehme Momente verbinde. Und es war auch heute wieder schön für mich, hier zu sein. Ich habe mich wohl gefühlt, ohne Frage, weil ich eben noch viele Leute kenne. Und schon euch alles Gute, bleibt dran. Ihr wisst, mit euren Tugenden werde ich es auch dieses Jahr wieder wuppen, dort eine saubere Runde zu spielen. Vielen Dank. Vielen Dank für deine Worte zum Spiel. Joe, deine Sichtweise. Ja, danke Thorsten. Schwer, also ich finde, dass die erste Halbzeit sehr ausgeglichen war. Wir haben halt vielleicht Vorteile, die erste Viertelstunde ohne halt große Torchance gehabt haben und dann hat Duisburg eine Phase gehabt, wo sie halt wirklich ein kleines Stück besser waren und auch aus dem Torchance halt ein Tor gemacht haben. Was halt normal ist. Als wir in die Halbzeit reingegangen sind, haben wir gesagt, du, wir müssen halt beide so machen und ich glaube, dass wir halt 95 Minuten lang halt wirklich Gas geben können und mal schauen, wie Duisburg mit dem im Hinterkopf Führung aus der Hand gegeben in Essen oder gegen Essen, dass wir halt dann einfach weiter an uns glauben und weiter halt einfach unsere Spiel durchdrücken. Das ist uns auch in der zweiten Halbzeit gelungen. Ich möchte nicht sagen, dass wir halt hätten Ausgleich erzielen müssen, aber wir haben halt wirklich gute Chancen und halt die Art und Weise, wie wir halt da in der zweiten Halbzeit gespielt haben, war es halt wirklich genau das, was wir halt von unserer Mannschaft sehen wollen. Halt bis zum 95. Minute. Die zwei Torchancen hat Ziegel halt schon auch richtig gesagt, es ist halt wirklich ordentliche Torchancen. Also es ist nicht so, dass wir halt nur Weitschüsse gehabt haben, sondern oder Standardsituationen gehabt haben, sondern halt wirklich zwei sehr ordentliche Torchancen. Und wenn einer davon reingeht, dann ist ein sehr ausgeglichenes Spiel, aber so hat Duisburg verdient gewonnen. Für uns geht es um Punkte. Natürlich, die Art und Weise muss auch stimmen, aber wir wollen halt zusehen, dass wir halt so schnell wie möglich halt so viele Punkte sammeln, dass wir halt nicht in Gefahr geraten. Die Liga ist so eng, wenn man halt die Spiele halt vorher anschaut, das ist halt echt verrückt. Und deswegen sind wir halt gut beraten, halt einfach wieder einen Schritt zurück
auf unsere Stärken zu konzentrieren. Wir haben halt eine ganz schwere Aufgabe jetzt in Eversberg. Wir fahren halt wieder halt 7 Stunden. Wir werden halt 30 Stunden im Bus sitzen halt innerhalb von 7 Tagen. Aber gut, wir nehmen es so wie es ist. Und dann werden wir versuchen, gegen eine gute Mannschaft, gegen Eversberg halt zu bestehen. Da bin ich mir sicher, dass wir halt das hinbekommen werden. Thorsten, ich wünsche dir alles Gute. Ich muss ehrlich sagen, als ich hier hingekommen bin, habe ich eine Mannschaft vorgefunden, die halt sehr intakt war, sehr klar war, und deswegen versuchen wir uns immer weiterzuentwickeln, aber ich hatte einen richtig guten Bestandteil gehabt und deswegen war auch Teil deiner Arbeit. Danke dafür und wünsche dir auch alles Gute für die Zukunft und wir sehen uns im Rückspiel. Auch dir vielen Dank für deine Einschätzung. Jetzt ist wieder Zeit für Ihre, für eure Fragen. Kurzes Handzeichen und wir würden das Mikrofon reichen. Ja, guten Abend, Dirk Retzler von der Ruhrzeitung Duisburg. Thorsten, Chinedu Ekene, hast du gerade angesprochen, hatte ein schlimmes Jahr hinter sich. Was hat ihn denn ausgezeichnet? Weil er hat viel allein in der Reha gearbeitet, musste viel Geduld haben. Wie hat der Junge das alles gepackt, um jetzt so da zu sein? Ich kann natürlich nicht bewerten, wie es im letzten Jahr war. Dafür war ich einfach viel zu kurz da. Aber ich habe ihn erlebt seit Beginn der Vorbereitung. Und er ist ein Junge, der dazulernt, der vor allen Dingen Gas gibt. Ja, das, was wir wollen, ja, mit einer hohen Intensität Fußball spielen, genau diesen Drittliga-Fußball annehmen. Also da wird es nie um schönes Spielen gehen in dieser Liga, sondern es geht immer erstmal um Zweikämpfe führen, um eine hohe Intensität, um Bereitschaft. Und das bringt er alles mit. Und wenn man diesen Charakter hat, dann schafft man es eben auch nach so einer langen Leidenszeit wieder zurückzukommen. Und ich glaube, das ist so seine größte Stärke, die er hat, ja, seine Einstellung zu sich, zu seinem Körper, zum Fußballsport insgesamt und zum Teamsport. Und deswegen freue ich mich, dass er jetzt gesund ist, dass er fit ist und dass er vor allen Dingen in der dritten Liga jetzt auch agieren kann. Malon Frey blieb in der Pause in der Kabine. Hatte das gesundheitliche Gründe oder spielerisch irgendwie taktischer Natur? Ja, ich fand schon, dass wir im zentralen Mittelfeld Zwickau dort zu viele Räume gegeben haben, um zweite Bälle zu gewinnen. Ja, und über Max Janssen und Könnecke immer wieder zweite Bälle aufgesammelt wurden, die sie dann wieder am Flügel gebracht haben. Und mir war das insgesamt zu schläfrig, zu pomadig. Ja, und ich wollte dort einfach einen neuen Impuls setzen. Ich habe jetzt mit Marlon noch nicht persönlich gesprochen nach dem Spiel. Ja, aber er wirkte eben nicht frisch, vor allen Dingen geistig nicht frisch. Und dementsprechend mussten wir oder wollten wir dann reagieren, weil wir mit Stier jemanden auf der Bank hatten, der genau dieses kämpferische Element mitbringt. Es ist dann nicht deutlich besser geworden, das muss man auch dazu sagen. Aber man versucht ja dann eben so ein bisschen einzuwirken und deswegen der Wechsel. Jetzt noch zum Schluss. Sebastian May schien angezählt zu sein vom Schiedsrichter. Dann ist es ja oft ein probates Mittel, den Mann dann zur Pause rauszunehmen, damit kein Unheil geschieht. Er hat jetzt weitergespielt, also war er angezählt und warum spielte er weiter und er hat es ja gut gelöst? Ja, also ich fand ja, er war angezählt. Ja, und dort ist auch so ein bisschen Daumendrücken in der Halbzeit dabei. Ich habe natürlich mit ihm nochmal persönlich gesprochen. Und das Positive, was wir an Basti May haben, ist natürlich auch gleichzeitig eine Gefahr. Ja, also seine Emotionalität, seine Lautstärke, seine Art, wie er sich auf dem Spielfeld verhält. Und ich fand es heute überzogen von ihm in der ersten Hälfte. Das habe ich ihm auch gesagt. Man kann pushen, man kann vorne wegmarschieren, man kann auch verbal ordentlich Gas geben, aber man muss eben nicht provozieren, egal in welche Richtung, ob es zum Schiri oder zum gegnerischen Fans ist. Und da ist er mit seinen jugendlichen 27 Jahren ist er dann trotzdem immer noch so weit, dass er dort dazulernen muss, weil es ist total unnötig und ich bin froh, dass er es über die Zeit gebracht hat, aber wir können aktuell auch Basti May sportlich nicht ersetzen und deswegen sind wir das Risiko eingegangen und haben ihn draufgelassen. Mit 3 Gelben hat er ja schon, der kommt. Ja, möglicherweise. Danke. Gibt es weitere Fragen? Wenn dies nicht der Fall ist, bleibt mir nur noch unseren Gästen eine angenehme Heimreise in den Ruhrpott zu wünschen. Ihnen allen einen schönen Feierabend. Bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss. Danke. Supramax, ein Patent der Chemischen Werke Sachsen, präsentiert FSV TV.